Ja, willkommen zurück bei Indiana Jones in the Fate of Atlantis. Letztes Mal sind wir ja mit dem U-Boot nach Atlantis abgetaucht und Sophia ist entführt worden. Deswegen sind wir jetzt wieder allein und versuchen mal hier herauszufinden, wo Sophia ist, beziehungsweise, ach, der kommt zu uns, nie gut. Also immer ausweichen den Soldaten, die herumlaufen. Ja, wir suchen natürlich auch, wo Atlantis ist. So, hier ist ein Fragezeichen. Überall, wo Fragezeichen sind, müssen wir natürlich untersuchen, weil uns das ja interessiert, was hier alles verborgen ist. Oh. Eine alte Eisenbahn oder sowas. Skelett. I guess this really was the end of the line. Ja, das kann man sagen. It's a cage of ribs, more or less intact. Okay, da wollen wir ja alles mitnehmen. Now, this might be useful. Könnte nützlich sein. Gut. Gibt's sonst noch was? Ne, gehen wir zurück zur Halle. Und jetzt, wo wir das hier waren, ist statt ein Fragezeichen immer eine Bezeichnung dort an der Stelle. Sehen, ob wir schnell genug bei diesem Raum sind. Ja. So, also, was haben wir hier? Ein Krebs. Ein Gitter, das machen wir mal auf. Gucken mal, wo das hinführt. Aha, zu einem anderen Raum, der auch weiter nichts enthält. Aber vielleicht ist das eine Abkürzung. Wo sind wir? Ach, dort. Okay, Raum. Hier ist ein Fragezeichen. Gehen wir mal dahin. Okay, hier war nix. Ein Fragezeichen. Oh. Roboterteile. You'd think the Atlanteans wouldn't be such slobs. Okay, kann man da welche mitnehmen? Gibt's doch bestimmt was. Nimm Roboterteile. Nur Müll, da ist doch bestimmt auch irgendwas Nützliches dabei. Da war gerade Bronzezahnrad da drüben. So, wir haben hier ein Bronzezahnrad mitgenommen. Mehr scheint hier nicht zu sein, ne? Dann öffnen wir das Gitter und schauen, wo das hinführt. Hier ist zwar eine Nische, aber da ist nichts drin. Wo bin ich da? Aus dem Raum kam ich. Ach, an dem Raum wissen wir auch schon, was dort ist. Hier kommen wir so nicht rein. Hier müssten wir noch mal hin, aber wir gehen jetzt mal hier runter. Jetzt ist da auch wieder eine Wache, aber vielleicht sind wir vorher in diesem Raum da, den wir noch nicht untersucht haben. Oh. Großer Raum. It's carved to look like a beetle. It's a bronze wheel. Looks like something's missing. It appears to be a tube running back into the machine. It's an empty bowl. Oben ist ein Trichter. Also man muss da was reinschütten und dann kommt hier unten was raus.
Offensichtlich. Hier geht's nicht weiter. Haben wir noch nichts zum Reinschütten, aber wir haben hier den Bierkrug und eine Steinschale. So. Hier waren wir noch nicht. Okay, wieder ein Gitter. Sehen, wo das hinführt. Oh. It's another one of those stone robots. It's another one of those stone robots. Ja. Da benutzen wir doch mal das Orichalkum in diesem Mund. Funktioniert das? Ach! Ey. Ist doch gleich kaputt gegangen. I can't from here. Okay, aber hier ist die Sophia und der Wächter ist schon mal. I can't reach it. Zerquetscht. Gut, zurück. It seems to be an air vent. Hier haben wir jetzt fast alles. Hier ist nix. Und nochmal hier. Ist alles verschüttet. Auch nix. Raum, Raum, Maschinenraum, den Raum, Halle. Gehen wir oben lang. Gucken mal, ob wir noch ein bisschen was finden. Den Statuenraum kennen wir, den auch. Mal gucken, ob wir zu diesem... Ne, die kennen wir eigentlich alle, aber wir müssen irgendwie... Hier gab es ja sonst keinen... Gab es vielleicht eine Abkürzung? Ja, gab es irgendwo eine Abkürzung zu diesem? Genau. Die müssen wir nehmen, weil wir hier auch schon alles schon kennen. Und außerdem die Wache ein bisschen im Weg ist. So. Wo bin ich? Da. Kommt der zu mir? Schnell verschwinden. Kennen wir hier alle, die Räume. Aber hier gibt es noch Räume, die man nicht kennt. Ein Lehrer zum Beispiel, ein Lehrerraum. Überall ist ein Krabben. Den Raum kennen wir auch nicht. Teich. This must be Crab Central. Können wir eine Krabbe gebrauchen? It's a sandwich worthy of Dagwood Bumstead. Vielleicht können wir das Sandwich... It worked. ...als Köder nehmen. The cage is now baited with some food. I hope this catches crabs. Ja, das hoffe ich auch. Mal sehen. Ha! Mit Brustkorb eine Krabbe gefangen. Nimm... Korb mit Krabbe. There's a feisty crab in there. Eine fette Krabbe haben wir jetzt gefangen. Gut, können wir vielleicht noch später gebrauchen. Oh. Motive. Looks like something is missing. Da scheint was zu fehlen. What an archaeological find. Eine eindrucksvolle Pumpe in Form natürlich wieder eines Stierkopfs. It looks very, very hot. Ja, das stimmt. Also es nützt uns noch nichts, aber wir gehen jetzt mal hier rein. Ah, wieder ein Gitter.
Sehen, wo das hinführt. Ah, das ist doch eine Aalfigur, die so heiß wird. It looks just like Krebs, that eel statue in Iceland. Genau. Die nehmen wir jetzt mit. Die werden ja sehr heiß, die hatte sich ja damals aus dem Eis selbst geschmolzen. So. Hier ist noch ein Raum, den wir nicht kennen. Die haben wir ja alle gesehen. Der Krabbenraum. Das ist ein normaler Raum. Das ist ein Lavaraum. Okay, wo sind wir jetzt? Ah, wieder ein Gitter. Den wir folgen können. Gucken wir mal, was dahin geht. Jetzt sind wir hier wieder rausgekommen. Oh, aha. Da kommt die Wache gar nicht hin. Bronzerad mit Speichen. Must have been part of some ancient machine. Nehmen wir mit. So. Mehr gibt's hier nicht. What a mess. Ja. So. Gehen wir zu dem Raum zurück, weil hier vorne geht es nicht durch, ist verschüttet. Also gehen wir durch das Gitter. So. Jetzt hier wieder raus. Schnell, bevor die Wache kommt. Kann natürlich schon einen Faustkampf mit der Wache machen oder so, vielleicht echt beschwatzen, aber ist immer ein bisschen schwierig. Da kommt er hier hinter. Soll er aber gar nicht. Da geht wieder vor. Folgen wir ihm mal. Also hier ist noch ein Fragezeichenraum und hier auch. Wow, weg da. Komm schnell, mal sehen, ob der Indy schneller dort vorne ist. Jetzt die Wache. Irgendwie versuchen. Wache abzuhängen. Dr. Jones, is it? Now we've got you. We'll see about that. Put him up. Ah, mit der Maus. Im letzten Indie war es ja nicht mit der Maus, sondern mit der Tastatur. Den haben wir gerade so erwischt, aber hier öfter dürfen wir das nicht erlauben. Also er hat eine Wurst bei sich. Ah, eine Wurst. Vielleicht kann man eine Wurst mal gebrauchen. It's got a wide open mouth. Und leider haben wir keine Orichalkum-Perlen mehr. The century statues have it locked up tight. It seems to be blocking the doors. Okay, hier ist also eine Eingangstür, die müssen wir irgendwie aufkriegen. Jetzt ist der Wächter schon wieder aufgewacht. Hier ist gar nichts. So,
Es kann sein, dass hier noch irgendwas ist, was wir noch nicht wissen. Hier, genau, Fragezeichen, Fragezeichen. Zwei haben wir hier noch nicht erforscht. Hier wieder ein Gitter. Sehen, wo das hinführt. Aha. I can't reach it. I can't reach it. Sophia? Well? Are you all right? I'll feel a lot better once you open this cell. Ja, ich arbeite dran. I just crawled through a mile of mud for you. It was a picnic compared to life in this cell. Did you miss me? Put it this way, even your company beats this cell. Okay, na dann, müssen wir ja wieder gehen. Kann man hier noch irgendwas? I can't reach it. Kommt nicht ran, also es ist ziemlich sinnlos. So. Also hier wieder raus. Und den nächsten Raum mit Fahrzeichen untersuchen. Aha, schau, ein Kopf einer Statue. It looks like a stone fish head. Ha. Gut, den hätten wir. So, wie kommen wir jetzt am gescheitsten hier durch? Wahrscheinlich werden wir durch so einen Raum gehen, der uns schnell auf die andere Seite befördert. Nämlich dahin, wo diese große Maschine war und mit diesem Lava. Weil dieser Kopf, der Fischkopf, der wird wahrscheinlich dorthin passen. Da hat ja ein Teil gefehlt. Na, biegst du ab? Ja, du biegst ab. Raum, 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 Maschinenraum, Raum. Da war aber, glaube ich, hier unten der Raum. Mit der Lava. Raum? Grabenraum. Lavaraum. Genau. Da müssen wir hin. So, jetzt wollen wir doch mal kurz schauen. Podest. Benutze Steinbecher mit Podest. So, und jetzt tun wir den Kopf einer Statue hier oben rein. Aha. Genau. Jetzt It's full of lava. Einen lava gefüllten Becher. Das war Schritt 1. So. Jetzt gehen wir mit dem lava gefüllten Becher in diesen Maschinenraum dort oben. Maschinenraum, genau. Sehen, wer schneller ist, ich oder der Wache. Ich bin ein kleines Ticken schneller. War zwar knapp, aber immerhin. So, also. Gehe zur Achse. Looks like something's missing. Das sieht so aus, als würde das Speichenrad hier reinpassen. That looks much better. So. Jetzt gehen wir hier oben zum Trichter. Dann tun wir einfach mal in den Trichter, kann man was schütten, da würde ich jetzt die Lava mal reinschütten. Benutze. Genau. Lava gefüllter Becher mit Trichter. Ha, es geht los. Die Maschine arbeitet. Jawohl. Oh, das kommen aber ganz schön viele raus. Ich hoffe, das reicht. Schau, ein Perlen in Schale. Ah, oh, das glitzert. Well, well, Orichalcum beads. I'll put them in the box too. So, na, wie haben wir denn jetzt? I've got a lot of beads. Reichlich. Na gut.
Hoffen wir mal, dass die reichen. Bin ich hier? Bin ich? Gut. Gehen wir wieder hier runter. Zack. Wir müssen irgendwie diesen Soldaten umrunden. Gehen wir in den Krabbenraum und gehen wieder raus. Vielleicht ist er dann an einer vernünftigeren Stelle. Nee. Krabbenraum, wieder raus. Sehen, ob wir in den Raum kommen, bevor er rum ist. Dann könnten wir dort warten. Ja. Sehr gut. Er kommt schon zu schnell. So, den haben wir ein bisschen ausmanövriert. Jetzt müssen wir nur noch den, den wir vorher niedergeschlagen haben, diesmal müssen wir ihn versuchen. Möglichst ohne Begegnung. Der ist schwierig zu auszumanövrieren. Komm, geh nach hinten, jawohl. Schnell, schnell, schnell in die. Jawohl, na komm. Gleich, ja. So. Also, was war mit dem Teich? It seems to be blocking the doors. Der blockiert die Türen. Wir wissen ja, dass der Aal ganz schön Hitze verursacht. Wir benutzen jetzt mal eine Orichalkumperle in den Aal. Hey, it's getting hot. Schmeiß mal da rein. Jawohl. Wunderbar. Schau an, Klumpen. It's all that's left of the eel statue. Kann man den mitnehmen? I don't need a worthless heap of slag. Okay, und die Fischstatue könnte jetzt helfen, das aufzumachen, weil die hat ja einen Mund und im Mund muss man mal was reinstecken hier. Ha, Tür ist auf, also gehen wir da jetzt rein. Schon mal einen Schritt weiter. So. Und hier. Ha. Wir sind bei Sophia. Uns erstmal die zerstörte Wächterstatue an, die da Once it was a priceless artifact. Now it's a pile of junk. It's some kind of machine part. Once it was a priceless artifact. Now it's a pile of junk. Sophia? Yes? See you soon. Don't leave me here, Indy. Öffne? Nee, nicht Sophia, öffnen. Are you sure this is safe? Sure, let's go, Sophia. I don't know. The door makes me nervous. Brace the door with a rock. I don't have a rock. Okay. Da müssen wir also erst noch irgendwas holen. Gucken wir mal die Wache an. Not much left of him. Okay. Hier noch was, Lüftungsschächte, Wächterstatue. Können wir mal mit der Sophia reden. Sophia? What? See you soon. Don't leave me here, Indy. Ich hol dich da schon raus, warte noch mal einen kleinen Moment. Dummerweise, also wir kommen wieder, ne? Jones! Don't you dare leave me here, you troglodyte! So. Wir brauchen nämlich das Zahnrad, was wir dort in den Maschinenraum zurückgelassen haben, noch.
nochmal zurückgehen, so. Come back here, Jones. Ja. Mit der Ruhe. Ich wollte da gar nicht rein. Come back here, Jones. Wo wir das Zahnrad fix noch, was wir in der Maschine gelassen haben. Ich hoffe ja, dass ich heilkomme, das reicht eine Weile. Geh in eine andere Richtung. Ja. Immer den Wächtern schön ausweichen. Ja. Da gab es ja eine Abkürzung, vielleicht hilft die uns. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo die rauskam, aber wir werden es gleich sehen. Ach so, nee, das hilft uns gar nicht, weil wir hier nicht weiterkommen. Schnell zum Krabbenraum, dann haben wir den erstmal. Wow. Das war knapp. Lava-Raum kann man eigentlich nochmal einen Becher Lava mitnehmen. Haben wir unseren Becher noch? Wenn wir einmal hier sind. Wollen wir uns noch einen Schwung Lava. So. Benutze diese Fischkopf-Dingens hier rein. Aha. Wunderbar. Weiß ja nie, ob man nicht noch mehr braucht. Also nichts wie zum Maschinenraum. Gehen wir nochmal hier hoch. Machen das Spiel mit der Lava einfach nochmal. Dann haben wir zwei Handvoll Orichalkum-Perlen quasi. Benutze gefüllter Becher mit Trichter. Das kennen wir jetzt bereits. So. Und gleich müsste es da unten leuchten, genau. Und gleich spuckt er welche aus. Wunderbar. Gehen wir hin. Nimm Perlen in Schale. More orichalcum beads. I'll put them in the box too. Wenn wir das Rad mit speichern. Won't come loose. Na gut. Also wieder hier runter. Sehr gut. Der wollte gar nicht in unsere Richtung. Also kann man einfach an dem vorbeilaufen. So, und er hier? Er ist eigentlich zu nah. Hm.
Gut, kann man hier noch was von den Nebenfischstatuen? Nö. Gut, gehen wir hier wieder durch. Und zum Kanal. Jawohl. Oh. Ein Oktopus mit Tentakeln. Okay. Und wie wir hier weitermachen können, das schauen wir uns dann in der nächsten Folge an. Für heute mal erstmal Schluss. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Astronier.